jetzt schon mal anfangen, der Rest wird dann später nachkommen. So, wir fangen an mit der Dominikanischen Republik. Pierre Hotels and Resorts ist auf der östlichen Seite von der Dominikanischen Republik vertreten. Insgesamt 7 Resorts haben wir da. Ein Großteil von den unten aufgeführten Marken ist dort ebenfalls dabei. Ich habe euch für Beginn ein kleines Video mitgebracht. Dort werden euch alle unsere Marken und ein Großteil unserer Häuser noch mal kurz vorgestellt. Ich wünsche euch viel Spaß. So, ich habe gerade die Fragen gesehen. Hatte keiner einen Ton oder war das nur bei bestimmten Personen?
wäre jetzt meine Frage. Ich werde dem gerne nachgehen, kann jetzt aber in dem Moment jetzt nichts machen, müsst ihr leider jetzt mit leben. Das tut mir wirklich leid. Ich werde gerne in Zukunft darauf nochmal aufpassen, dass das in Zukunft dann besser funktioniert. Aber vorweg jetzt erstmal, wieso Playa? Warum sollten wir Playa wählen? Playa hat natürlich nicht nur unerwarteten Luxus zu bieten, sondern wir sind der Meinung, dass All-Inclusive immer die Erwartungen übertreffen sollte. Und dazu gehören natürlich so etwas wie Swim-Up-Suiten, sehr authentische Restaurants, aber auch natürlich erstklassige Spas. Atemberaubende Kulissen haben wir immer ausgewählt für unsere Resorts. Wir haben eine lebendige Kultur vor Ort, Live-Unterhaltungen fast jeden Abend und vieles mehr. Und das in jedem unserer Playa-Resorts. Unbegrenzte à la carte-Menüs im Gourmet-Style, unbegrenzte Anzahl von Getränken, ob es nun internationale oder nationale Spirituosen sind, all das ist immer im All-Inclusive-Programm enthalten und in unseren im Family Resorts haben wir natürlich auch einen Kids Club für 12-Jährige und eine Teen Zone für 13- bis 17-Jährige. All das ist Standard bei uns in unseren All-Inclusive-Häusern bei Playa Resorts. Hier haben wir nochmal eine kleine Aufteilung. Sehen können, sind wir nur im äußersten Osten von Domrep verteilt, nämlich von Süden bis nach Norden. Insgesamt 7 Resorts haben wir hier. Hier sind jetzt nur 5 angezeigt. Das Hilton La Romana ist ein Doppelresort. Das heißt, Siva und Zilara Cap Cana ist ein Doppelresort. Und damit kommen wir dann auf 7. Anfang tun wir auch mit dem Hyatt Ziva und Zilara Cap Cana, wunderschön gelegen am goldgelben Strand von Juanillo Beach. Hier, wie man sehen kann, auch unsere größte Anlage. 2,5 Hektar puren Sandstrand können wir hier unseren Gästen anbieten. Und ihr könnt mir glauben, ich habe es selber vor Ort erlebt, der Strand ist so groß, dass man sich tatsächlich verliert. Dass man also wirklich am besten irgendwo einen Treffpunkt ausmacht, wo man sich dann wieder sieht, weil sonst läuft man rauf und runter den Strand. Ich hatte das alles durch und bin dann eine halbe Stunde rumgerannt, bis ich mich wieder mit meinen Kollegen getroffen habe. Hyatt Ziva Experience lädt vor allen Dingen von der lokalen Kultur inspiriert ein, herzlichen Service zu erleben vor Ort, aber auch natürlich erstklassige Getränke vor Ort. Aktivitäten im Wasser und Pool bieten wir immer an, eine Live-Unterhaltung. Im Großen und Ganzen zusammengefasst bieten wir immer genug an, dass für Groß und Klein immer genug geboten wird, um den Urlaub auch irgendwie spannend, interessant, actionreich zu gestalten. Für die Erwachsenen haben wir dann nämlich einmal hier im Hyatt Zilara unser Verwöhnprogramm. Hier heißt das alles auf Relaxing gespannt, alles auf Entspannung und Erholung gespannt und heißt natürlich auch, dass wir hier möchten, dass wir die Gäste einladen, einen erholsamen Urlaub mit modernsten Einrichtungen zu erleben, aber auch eine Vielzahl von lokalen und globalen kulinarischen Angeboten direkt vor Ort anbieten, um der Hektik des Alltags einmal kurzzeitig zu entfliehen. Hier haben wir einmal eine kleine Zusammenfassung. 375 Suiten in jeweils 12 Kategorien auf beiden Seiten, heißt also auch hier wieder insgesamt 150 Zimmer, die sind aber wahnsinnig gut verteilt, werdet ihr auch gleich selber nochmal sehen im Video. Auf der Family Side haben wir noch 46 Suiten mit Bademöglichkeiten, also auch eine Badewanne gegeben für meine Familien, die das bevorzugen. 24 Stunden Suiten-Service wird immer angeboten, gegen Aufpreis. Auf der Familienseite haben wir ebenfalls auch unseren Larimar Spa mit einer künstlichen Grotte, wirklich sehr schön. Habe ich selber so noch nicht gesehen. Eine riesige Öffnung oben im Dach, nämlich im Hydrotherapiekreislauf von circa 5 Metern Durchmesser, hat man eine wunderschöne Aussicht und der ganze Hydrotherapiekreislauf drinne wurde dann quasi nach draußen verlegt und man hat einfach eine wunderschöne Aussicht und die besten Fotos, wenn dann halt keine anderen Gäste vor Ort sind. Ein umfangreiches Angebot an Themenrestaurants, à la carte Restaurants und Gourmet-Buffets bieten wir auf beiden Seiten an. Ein 24-Stunden-Zimmerservice, wie gesagt, mit Aufpreis. Und auf der Familienseite haben wir dann dazu noch einmal unseren Wasserpark mit Lazy River, Grottenkaskade, Wasserkanonen. Das ist unser Kanapolis Wasserpark, hat im Dezember 21 eröffnet, 5 Rutschen für Groß und Klein dabei, also heißt nicht nur Dunkel- und Reifenrutsche, sondern auch eine Turborutsche, wo man mit ca. 60 km/h die Rutsche runterfliegt. Und beide Resorts sind nur ca. 15 Minuten von Punta Cana International Airport entfernt, befinden sich in der geschlossenen Wohnanlage von Cap Cana. Haben wir einmal als Beispiel unsere Ocean View Genius Suite, entweder als King Size oder als Doppelbett. King Size Room heißt immer, dass man noch eine aufklappbare Couch für eine mögliche dritte Person hat oder ein Kind. Und bei der Doppelbett-Option können 2 Erwachsene und bis zu 3 Kinder unter 12 Jahren zusammen in einem Zimmer wohnen. Hier haben wir einmal unsere Ocean View One Bedroom Master Suite, wie man sehen kann, noch mit Jacuzzi draußen. Dazu mehrere Sitzmöglichkeiten auf der größeren Terrasse. Und auf der rechten Seite haben wir nochmal unser Doppelbett mit Schlafzimmer für eine Maxi-Belegung für 4 Personen.
Unsere Junior Suite Swim Up, wie man links sehen kann, bietet auch genau die gleichen Sitzmöglichkeiten, plus die Swim Up liegen nochmal im Wasser. Auch hier wieder King Size oder Doppelbett im Angebot. Und auch hier natürlich ganz wichtig zu beachten, wenn man mit Kindern in der Swim Up Suite anreist, dann bitte die Kinder 13 Jahre alt, sonst dürfen wir das nicht gestatten. Hier haben wir nochmal einen kleinen Auswahl von unseren möglichen Zimmern. Damit habt ihr nochmal einen guten Überblick. Wie gesagt, im Hyatt Ziva und Lara Cap Kenner sehen die Zimmer ziemlich gleich aus. Das ist meistens nur spiegelverkehrt gebaut worden. Hier haben wir dann einmal unseren Trainingsbereich. Der Trainingsbereich im Hyatt Ziva und Lara Cap Kenner ist der größte, den wir in unseren Anlagen zu bieten haben. Heißt also 3000 Quadratmeter, modernste Einrichtung mit jeweils mindestens 3 Fitnesstrainern vor Ort, die Ihnen mit Rat und Tat den ganzen Tag zur Seite stehen, von 10 bis 22 Uhr. Sie können auch gerne danach und davor noch trainieren gehen, aber dann ohne Aufsicht. Von Spinning-Kursen über TRX-Kurse, über Yoga-Kurse bieten wir jeden Tag eine ganze Varieté an Möglichkeiten an, um auch während des Urlaubes dem Training nicht fernzubleiben. Hier haben wir einmal einen kleinen Ausschnitt von unserer Suite mit Butler-Service. Für die höchsten Kategorien, die wir bieten, bieten wir noch einen zusätzlichen Service, nämlich den Butler-Service. Das ist, der Mann bringt Ihnen alles, der hilft Ihnen bei allem gerne, er packt mit Ihnen den Koffer aus. Am Ende des Aufenthalts packt er ihn auch gerne wieder für Sie ein. Egal, welch für einen Service die von ihm verlangen, er macht das immer gerne, immer pro bono, ohne Bewertung. Heißt also, Sie müssen dem Mann kein Trinkgeld geben, können es natürlich aber gerne tun. Der Mann steht für Sie von morgens bis abends zur Verfügung. Und wenn er mal abends nicht erreichbar ist, haben Sie immer noch den Zimmerservice, der Ihnen gerne was nach oben bringt. Wichtige Information noch, es sind unsere Zimmer mit Verbindungstüren, gerade im Familienbereich, wenn man dann doch mit der Familie zusammen sein möchte, aber doch nicht in einem Raum zusammen sein, dann haben wir die Möglichkeit für 30 US-Dollar pro Zimmer und Nacht, also insgesamt für 60 Dollar die Nacht, zwei Zimmer miteinander zu garantieren. Dies können wir allerdings nur vor Ort bezahlen, heißt also, Sie müssten für Ihren gesamten Aufenthalt das Geld dann vorne beim Concierge oder beim Check-in bezahlen. Dies ist leider nicht möglich, das online zu tätigen. Das wird von unseren Kollegen in der Reservierung hinterlegt, dass Sie einmal dass Sie eine Garantie haben für das Zimmer und werden das dann vor Ort bezahlen. Einen kleinen Ausschnitt von unseren gastronomischen Möglichkeiten habe ich hier einmal unser asiatisches Restaurant mitgebracht. Von innovativen mongolischen Grill über Teppanyaki-Tische ist dort wirklich alles geboten. Sowohl die Dekoration als auch die Anrichtung ist einfach Wahnsinn. Man hat einfach wirklich gutes Essen und die Atmosphäre dort vor Ort ist sensationell. Von 18 bis 22 Uhr geöffnet und Smart Casual ist in der Regel bei uns die Kleiderwahl für unsere Restaurants. Und bis auf Teppanyaki-Tische sind unsere ganzen gastronomischen Einrichtungen reservierungsfrei. Hier haben wir noch einmal unseren Navigator-Grill, das ist unser Karibik-Restaurant, befindet sich direkt vorne in der Poolanlage, heißt also, man muss nicht mehr weit laufen von den Pools einzeln aus. Nehmt euch einfach noch was zum Umziehen mit, könnt ihr euch gerne dorthin setzen. Fisch, Meeresfrüchte sind natürlich dort die Hauptsachen. Aromen der Karibik versucht man natürlich da, den Gast näher zu bringen. Und jedes Abendessen ist von 18:30 bis 22:30 Uhr und auch hier wieder Smart Casual ist die Kleiderwahl. Hier haben wir dann noch einmal unseren Kanapolis Wasserpark mit Food Trucks, mit kleinem Kleinkinder-Planschbereich auf der rechten Seite. Und auf der linken Seite habe ich noch mal ein kleines Video zu unseren Lazy River mit Rutschen. Es hat euch gefallen. Jetzt gibt es noch mal ein kleines Video von Hilton La Romana für den Abschluss von Hyatt Ziva. So, dann kommen wir auch schon zu unseren zwei Neuzugängen in der Playa-Familie, nämlich den Jewel Palm Beach auf der rechten Seite und den Jewel Punta Cana auf der linken Seite.
Wichtigste auf einen Blick, das Jewel Palm Beach. Insgesamt 12 Kategorien auf 500 Zimmer und Suiten mit jeweils eigenem privaten Balkon oder kleineren Terrasse verfügbar. Wir haben dort vor Ort zwei Clubbereiche, einmal nur für Erwachsene, für Adults Only und für Family Only, mit Premium-Annehmlichkeiten und exklusiven Dienstleistungen und zusätzlich noch für jeden Clubbereich jeweils einen Poolbereich. Insgesamt 15 gastronomische Einrichtungen, davon sind 8 Restaurants, der Rest sind kleine Snackstationen über die Anlage verteilt. 4 Pools und ein Kinderbecken bieten wir sonst genau für die große Masse an. Ein hochmoderner Spa und Fitnesscenter sind den ganzen Tag von 8 bis 22 Uhr benutzbar und der Kids Club für Kinder von 3 bis 12-Jährige öffnet jeden Tag seine Tore von 10 bis 17 Uhr. Der Teens Club für 13 bis 17-Jährige ist jeden Tag tagsüber benutzbar und alle Aktivitäten wie Land- und Wassersportarten, die nicht motorisiert sind, also Kajak, Stand-up-Paddling etc., sind alle immer enthalten in dem All-Inclusive-Programm. Einfach morgens oder am Tag davor beim Check-in oder bei dem Concierge einfach nett anfragen. Das wird dann reserviert und können Sie sich dann morgens ab 8 Uhr abholen. Ein großes Indoor-Theater mit Live-Aufführungen sind dort fast jeden Tag vorhanden. Ansonsten haben wir auch Themenabende und ein Casino vor Ort. All das nur 15 Minuten vom Punta Cana International Airport entfernt. Hier haben wir einmal als Beispiel eins unserer Deluxe-Doppelzimmer. Auch wie man hier sehen kann, sehr viele Pastelltöne verarbeitet worden. Die Zimmer auch hier wieder im Doppelstyle, heißt zwei Queen-Size-Betten für bis zu 4 Personen ausgestattet. Man kann noch den kleinen Terrasse sehen, direkt nach vorne in die Anlage rein. Und ansonsten haben wir natürlich auch noch eine Sitzgelegenheit oder eine kleine Arbeitsmöglichkeit geschaffen. Hier haben wir eins unserer Restaurants. Das ist unser Franzose und ich hoffe, wenn ihr mal da seid, geht gerne dort essen, macht man nichts falsch. Es ist wirklich sehr lecker, es wird gut angerichtet. Und mein persönlicher Tipp ist, esst auf jeden Fall vor Ort. Dann habe ich hier für alle, die das Jewel Palm Beach schon mal kannten, habe ich hier noch ein Video zusammengefasst. Hier seht ihr alle unsere Änderungen und alles, was gleich geblieben ist. Dann kommen wir auch schon zu einem wichtigen, unserem Jewel Punta Cana, befindet sich keine 15 Minuten vom Jewel Palm Beach entfernt. Ein bisschen größer, aber wesentlich grüner für die Leute, die es mögen. 8 Kategorien für 620 Zimmer und Suiten mit privatem Balkon oder auch hier wieder mit halb privater Terrasse. Auch hier haben wir uns wieder an die 15 gastronomischen Erlebnisse gehalten, heißt also auch wieder 8 Restaurants verteilt über die Anlage und dazu mehrere Snackmöglichkeiten oder Getränkemöglichkeiten vor Ort. Ganz wichtig, unser großes USP ist der große Freiform-Swimmingpool, den wir haben. Das ist der größte des Landes, zieht sich einmal von oben nach unten quer durch die Anlage und ist der Mittelpunkt der gesamten Anlage. Heißt also, circa 300, 400 Meter ist reine Poolanlage, die sich, wie gesagt, quer durch die Häuser zieht. Und wirklich, wenn man tagsüber Interesse hat, alle Veranstaltungen, die wir haben, finden meistens in diesen Poolanlagen statt, als ich vor Ort war. Es war immer sehr viel Action. Die Leute hatten alle Spaß. Mir war das Poolwasser persönlich etwas zu warm. Aber ansonsten kann ich nur sagen, jeder hatte Spaß und alle haben es geliebt, dort vor Ort zu sein. Ansonsten auch hier wieder hochmoderner Spa, gerade erst vor kurzem upgedatet und dazu das Fitnesscenter ebenfalls ein kleines Update erhalten. Hier haben wir vor Ort ein Adventure Kids Club, heißt also, hier haben wir noch ein Piratenschiff geschaffen mit Spielplatz und Wasserrutsche. Jeden Tag von 10 bis 17 Uhr werden hier die Kinder betreut. Und der Odysseus Club ist auch jeden Tag von 10 bis 17 Uhr geöffnet für die Kiddies. Hier kann man vor Ort dann natürlich sowas wie Tischkicker, Airhockey spielen, aber auch ein Gamingzimmer wurde geschaffen, wo man also an Konsole mit Xbox und PlayStation und Co. auch mal ein paar Stunden verdaddeln kann. Tägliche Aktivitäten, auch hier wieder alles, was nicht motorisiert ist, ist inkludiert.
Tretboote, Surfbretter, all das haben wir vor Ort für Sie bereit. Einfach am besten einen Tag vorher, abends beim Concierge Bescheid geben, dann haben Sie auch garantiert am nächsten Tag eins in die Hand. Denn mein Tipp ist immer, wenn Sie es nicht mal abends machen, machen Sie morgen schnell, weil unsere Geräte sind alle schnell ausgeliehen und dann den ganzen Tag in Benutzung. Auch hier haben wir ein abendliches Unterhaltungsprogramm mit Live-Auftritten, Themenabende und ein Casino vor Ort. Und alles nur wenige Minuten von verschiedenen charakteristischen Golfplätzen entfernt, darunter auch einige weltbekannte. Wenn Sie also jemanden haben in der Familie, der gerne golfen geht, ist das natürlich auch hier kein Abbruch für den Familienurlaub. Der Mann geht einfach für den ganzen Tag golfen und währenddessen können die Kinder es entweder im Teens Club oder im Kids Club zusammen spielen, während Mutti zusammen vielleicht noch eine schöne Massage sich genehmigt. Hier haben wir einmal unsere Zimmer, den Deluxe Tropical View. Und was uns hier auffällt, was man sieht, ist geradezu die Terrasse, dass das alles ebenerdig ist. Heißt also, man kann einfach aus seiner Terrasse rausgehen auf die Grünfläche und kann sich entweder dorthin setzen, kann dort picknicken oder hat dann einfach da noch eine zweite Möglichkeit, den Raum zu verlassen. Was mir hier sehr wichtig ist, dass man auch nochmal sieht, dass wir hier eine kleine Arbeitsfläche geschaffen haben mit Schminkspiegel nochmal vor Ort, nochmal mit deiner getrennten Möglichkeiten vor Ort. Heißt also auch gerade morgens, wenn sich die Leute allem fertig machen müssen, hat man hier nochmal die Möglichkeit auszuweichen. Auch hier ist das Zimmer wieder mit einer Club-Couch, wie man sehen kann hinten, einfach für die dritte Person. Hier haben wir unser Zimmer, haben wir unser Restaurant, das ist das Stuhl Punta Cana, das ist der Italiener. Als ich mit meinem Farmtrip vor 3 Wochen da war, kann ich Ihnen sagen, das war das Highlight im Stuhl Punta Cana. Von dem Aperitif, den wir im Garten hinter dieser Location genommen haben, bis hin zu unserem Drei-Gänge-Menü war alles wirklich perfekt. Die Lasagne hat super geschmeckt. Also ich hatte selten so eine gute und war total erstaunt, dass man auf der Dominikanischen Republik so gute italienische Speisen zu Kredenzen kriegt. Also jeden, der da ist, mein Geheimtipp, geht auf jeden Fall zum Italiener. Hier habe ich noch mal ein kleines Video für euch. So, dann machen wir auch schon Sprung rüber zu unserer Hilton-Familie und auf Domrep haben wir das Hilton La Romana. Hilton La Romana, 2019 aufgekauft, ehemaliges Dreams gewesen. Damals gab es nur die Family Side auf der linken Seite und jetzt haben wir noch die Added Side auf der rechten Seite, die jetzt gerade eingekreist ist, noch dazu gebaut. Hier haben wir einmal den Unterschied und dann kommen wir auch schon zu unseren KPIs. Einmal unser Standort 20 Minuten vom Flughafen La Romana entfernt, der ist jetzt weniger interessant, und circa 45 Minuten Autofahrt vom Flughafen Punta Cana entfernt. Das Fischerdorf Bayer Hiebe ist der nächste Ort, wo man nochmal shoppen gehen kann. Ansonsten braucht man einen Transit, um circa 15 Minuten in die Stadt Playa del Carmen zu fahren. Insgesamt 356 Zimmer haben wir hier vor Ort, 24 Stunden Zimmerservice und Concierge-Service, das natürlich mit einer kleinen Gebühr vorhanden und eine große Auswahl an Strand-, Land- und Wasseraktivitäten bieten wir hier vor Ort. Natürlich nicht nur das, was ich Ihnen eigentlich schon genannt habe, was wir im Wasser machen können, aber auch Tanzunterricht bieten wir hier an. Tischtennisplatten haben wir genügend. Riesenschach haben wir mindestens zweimal über die Anlage verteilt. Beachvolleyball haben wir insgesamt drei Netze, habe ich beim letzten Aufenthalt wieder gesehen.
Und auch hier haben wir einen brandneuen Wasserpark, der ist ebenfalls im Dezember 21 fertig geworden. Dazu Röhrenrutschen, ein Lazy River, eine Splash Zone und Mini-Wasserrutschen mit einem Kleinkinder-Planschbereich. Fitnesscenter mit Geräten und mit Cardio- und Krafttraining wurden gerade nochmal abgedatet und insgesamt 8 Restaurants und Lounges bieten wir vor Ort an. Dann haben wir noch natürlich jeden Abend in der Nähe von unserer Lobby oder von den zwei Lobbys entweder Nachtmusik oder eine Live-Unterhaltung mit einem DJ, ist auch möglich. Aber auch natürlich haben wir ein kleines Amphitheater, wo dann auch abends Theaterstücke aufgeführt werden. Und auch hier bieten wir natürlich Abendunterhaltung für kleine Kinder an. Dann haben wir hier einmal noch für das La Romana Valley Side. Da haben wir insgesamt 412 Zimmer, da sind es etwas mehr und auch hier bieten wir eine gewisse Anzahl an Zimmern oder Suiten mit Bademöglichkeiten an. Hier kommt noch als Neuheit dazu, dass wir auf der Seite natürlich noch unseren Kids Club für 4- bis 12-Jährige haben und unsere Teen Zone für 13- bis 17-Jährige. Auf der Seite haben wir insgesamt 11 Restaurants und Lounges im Angebot. Dann haben wir hier mal ein typisches Zimmer für die Family Side. Auch hier, wie man sehen kann, mit ausklappbarer Couch, großen Flatscreen-Fernseher, alles sehr modern, bunt gehalten. Und auch hier, wie man sehen kann, direkte Möglichkeit, die Terrasse, die Wohnung über die Terrasse zu verlassen. Hier haben wir einmal von unseren größeren Suiten einmal den Wohnbereich. Schlafbereich ähnelt sehr den anderen Zimmern, aber der Wohnbereich hier nochmal einfach für die Leute, die vielleicht auch eine höhere Kategorie jetzt im Sinn haben. Insgesamt 4 Sitzmöglichkeiten haben, bieten wir im Wohnbereich an, dann nochmal 4 Sitzmöglichkeiten im Essbereich. Auch hier natürlich noch ein zweiter Flatscreen-Fernseher geschaffen und auch ein zweiter Balkon vorhanden. Hier können wir einmal unser Wasser sehen und das Wasser ist eines unserer großen USPs, denn das Hilton La Romana darf offiziell damit werben, 365 Tage im Jahr algenfrei zu sein. Das hat etwas mit der Strömung und dem ablandigen Wind vor Ort zu tun, der das ganze Jahr über sehr günstig für das Resort wird. Heißt also, dass fast alles an Seegras, an Sargasso, was wir vor Ort haben, diese Riesenplage, gerade in Mexiko oder auch an Teilen Domreps mittlerweile, die ist dort nicht vorhanden. Es ist jeden Tag ganz minimal, allerhöchstens, so dass es nicht mal Personal gibt vor Ort, sondern sie werden es selber sehen, wenn sie mal da sind oder auch Kunden haben, die werden ihnen sagen, das ist komplett anders, als was sie vom letzten Mexiko- oder Domrep-Urlaub gesehen haben. Denn auch in Domrep ist es mittlerweile ein richtiges Sargasso-Problem und das nicht nur für ein, zwei Monate. Hier habe ich einmal unsere Poollandschaften zusammengefasst, denn das Hilton La Romana bietet davon sehr viele an. Insgesamt 10 Pools haben wir verteilt. Hier oben links sehen wir einmal unseren Canapolis Wasserpark, den ich auch nachher nochmal im Video nochmal kurz was zeigen werde. Ansonsten mehrere kleine Pools. Der oben in der Mitte ist einmal unser kleiner Clubbereich Pool für Premium-Mitglieder. Das Premium werde ich euch nachher auch nochmal erklären. Insgesamt gibt es für beide Bereiche einen Hauptpool. Auf der oben rechts haben wir den einmal für den Familienbereich und unten rechts dann einmal für den Adults-Only-Bereich. Hier bieten wir auch vor Ort Liegemöglichkeiten natürlich an. Hier haben wir einmal die Aufteilung und ich sage immer, unten haben wir in der Mitte unsere Mickey Maus, unseren Oasis Pool und da ist dann auch so ungefähr die gedachte Linie. Alles auf der rechten Seite ist dann nämlich Adult Side, auf der linken Seite Family Side. Oben links die mehreren kleinen Teiche, die ihr sehen könnt, ist unser Canapolis Wasserpark, strategisch gut gelegen, natürlich weit außerhalb aller Schlafmöglichkeiten, heißt also auch hier keine Sorge, wenn der Wasserpark ab 10 Uhr öffnet, kann man auch auf der Family Side ganz in Ruhe schlafen, kein Gefühl der Bedrängung oder des Ärgernisses. Auf der linken Seite seht ihr ebenfalls nochmal einen Pool mit einer kleinen Brücke drüber. Das ist unser Sensbar. Den Sensbar werde ich euch auch gleich nochmal mit ein paar Fotos zeigen. Wirklich sehr schöne Anlage, viele kleine Teiche über Mini-Brücken miteinander verbunden. Ich empfehle, wenn Sie selber mal vor Ort sind, probiert es aus. Ich konnte das wunderbar 3 Stunden liegen lassen. Dann haben wir hier auch nochmal die Premium Partial Ocean View King Single und Double verteilt. Einmal in unsere niedrigeren Kategorien und auch hier, wie man sehen kann, wieder Flatscreen-Fernseher, sehr viele bunte Farben verarbeitet. Unsere Waschbecken sind immer einzeln gemacht im Familien- und im Adults-Only-Bereich. Und wie man sehen kann, auch ganz wichtig, mir persönlich, ne, ist eine abgetrennte Toilettenkabine.
Dann haben wir hier einmal unser kulinarisches Angebot. Unten links finden wir einmal unsere Saftbar, jeden Tag eröffnet, befindet sich ziemlich genau in der Mitte zwischen Edit-Zeit und Family-Zeit. Jeden Tag kann man sich also dort gerne vor Ort frische Drinks abholen. Unten rechts seht ihr einmal unser Buffet-Restaurant. Morgens, mittags, abends kann man dort gerne genießen. Ansonsten, meine persönliche Empfehlung ist immer, benutzt das Teppanyaki-Restaurant. Man hat da nicht nur ein wunderschönes Essen, sondern hat auch eine Stunde lang Unterhaltung dazu, oben rechts. Auch hier wieder das Teppanyaki, das einzige Restaurant, was man vorher reservieren muss. Am besten am Abend davor machen, dann gibt es auch keine Probleme. Ansonsten könnt ihr alle Restaurants wie oben links zum Beispiel den Italiener einfach reingehen, gerne besuchen. Wenn ihr auch danach noch Hunger habt, geht einfach in das nächste Restaurant. Wie gesagt, all inclusive heißt für uns, dass man auch immer wieder gerne nochmal essen kann. Dann haben wir hier einmal unseren Sensbar und oben links noch unseren Beauty-Salon für den schönsten Tag des Lebens, für den schönsten Tag des Lebens für eine Frau oder halt einfach nur für einen Beauty-Day mit der besten Freundin. Ist das hier durchaus möglich, ne? Von Haare schneiden über Nägel lackieren haben wir dort alles im Angebot. Und ansonsten, wenn ihr einfach mal ein bisschen Zeit habt und ein bisschen Entspannung und Erholung sucht, lauft einfach durch diese Anlage, ne? Nicht nur, dass wir den Hydrotherapie-Kreislauf draußen haben, sondern auch mehrere Whirlpools draußen haben, kann man also wunderbar durch diese kleine verwinkelte Anlage laufen. Und geht einfach mal hierhin, mal dorthin. Wie gesagt, also ich wollte eigentlich nur mal kurz reinschauen und nach 3 Stunden habe ich gesagt, oh, das war jetzt aber schön. Dann kommen wir auch schon zu unseren Premium-Bereichen. Wenn ihr in den höheren Kategorien im Hilton La Romana eincheckt, dann seid ihr automatisch Premium-Mitglied. Die günstigen Kategorien können das jeden Tag gerne nachkaufen. Hier haben wir einmal auf der Edit-Zeit dann unser Premium-Bereich. Links seht ihr einmal noch unser Buffet. Das Buffet ist der kleine Bruder von dem großen Buffet-Restaurant in der Family-Zeit. Hier ist der einfache Unterschied noch, dass wir immer eine Dame vom Personal, vom Service oder von der Küche haben, die sie gerne bedient. Hat natürlich den unwahrscheinlichen Vorteil, dass wenn man wie ich persönlich, wenn man beruflich unterwegs ist und morgens nicht viel Zeit hat, kann man sich also erstmal ins Buffet-Restaurant setzen, kann da seinen Kaffee und sein Frühstück bestellen, geht dann. Auf das rechte Bild sehen wir nämlich, gehen wir zum Check-in, zum Private Check-in und Check-out, machen unseren Check-out-Service und bis wir damit fertig sind und wieder am Tisch sitzen, findet sich dann auch unser Frühstück da. Und man hat sich dann einfach diese 5 bis 10 Minuten nochmal gespart. Ebenfalls bieten wir in der Premium Lounge auch einen kleinen Meeting-Bereich an, wie man sehen kann im mittleren Bild. Insgesamt 10 Leute finden dort Platz. Wenn man also beruflich nicht die Möglichkeit hat, sich nochmal ins Restaurant zu setzen, sondern es wirklich wichtig ist, in einem kleinen abgetrennten Bereich zu sein, bieten wir also auch das in unseren Premium-Bereichen an. Eine Premium-Bar haben wir ebenfalls drauf für bis zu 6 Sitzplätze und insgesamt 20 Personen im Bereich. Ansonsten habe ich jetzt nicht mit reingenommen, dieses Bild, weil eine kleine Bar kann man sich ja ungefähr vorstellen. Zum Abschluss habe ich hier nochmal ein Video fürs Hilton La Romana. Und da kommen wir auch schon zu unserem letzten Resort für heute, nämlich dem Tanqueray Capcana. Wurde letztes Jahr noch in die Luxury Collection bei Marriott Bonvoy aufgenommen. Und oben links seht ihr einmal unser großes USP. Das ist tatsächlich eine Einzigartigkeit, die ihr nur
bei uns im Mac-Century-Kerner seht, das gibt es nirgendwo auf Domrep. Das ist unsere Käse, unsere Schlossanlage, wie man sehen kann. Zwei Etagen hoch und hinten rechts haben wir nochmal eine One-Bedroom-Master-Suite mit eigenem Pool drauf. Also sehr interessant für Honeymooner oder für Gäste, die dann doch gerne sich mal was gönnen möchten für ein Wochenende. Unten haben wir in diesem Bereich noch unsere Swim-Up-Suiten reingelegt, um damit dann diese Burg, diesen Burggraben und diesen Burgraum zu erschaffen. Und sonst befindet sich dort drinnen nur eine kleine Bar für Außerhausgäste, für Gäste außerhalb des, von Gästen des Resorts und unseren Spa-Bereich. Ansonsten ist dieser Bereich nur für eine kleine Handvoll von Leuten vorgesehen. Rechts befindet sich dann einmal unsere komplette Anlage von der Sicht von der Schloss auch einmal. In der Mitte sehen wir dann einmal unsere Hauptpool. Hier finden alle Aktivitäten statt, von sei selbst der DJ, sei selbst der Barkeeper, über Aquacycling, über Yoga am Strand befindet sich dann dort alles. Unten sehen wir dann noch einmal unsere Vogelperspektive und auf der rechten Seite der Anlage sind vor allen Dingen unsere Villen verteilt. Insgesamt sechs Villentypen bieten wir, werde ich aber auch gleich nochmal drauf kommen. Insgesamt haben wir nämlich 324 luxuriöse Suiten, also auch ein All-Suite-Resort, auf 19 verschiedene Kategorien verteilt. Also viel Spaß am Counter. Ich weiß, das ist anstrengend, aber wenn ihr etwas braucht für einen schwierigen Gast, der vielleicht doch ein paar Ansprüche mehr hat, könnt ihr definitiv hier aus unseren vollen Kategorien schöpfen. Wie gesagt, alleine sechs davon sind Villentypen. 15 Minuten vom internationalen Flughafen Punta Cana entfernt befindet sich das Sanctuary Cap Cana, keine 5 Minuten entfernt von unserem Hyatt Ziva und Zilara Cap Cana, ebenfalls am Juan Nilo Beach. Und wie gesagt, das ist eine abgeschlossene Anlage. Da kommt ihr auch nur mit Ticket drauf. Das wird euch dann aber alles auch nochmal von Veranstalter etc. erzählt. Das ist also eine geschlossene Anlage. Hier braucht man keine Angst haben, wenn man sich draußen auf der Straße bewegt, dass irgendwas passieren könnte. Man ist nämlich hier absolut sicher. Die Käse ist umrandet von unseren luxuriösen Suiten. Wir haben noch einen Rooftop-Pool oben, wie gesagt, für die Honeymooners. Und unser Restaurant mit Sanctuary Spa befindet sich ebenfalls unten bei den Swim-Up-Suiten. Butler-Services für die Villen und für die Suiten in unserem Schlossbereich ebenfalls enthalten. Heißt also, auch hier braucht man wieder für den Service nichts zahlen. Und der Service fängt an vom Koffer auspacken und hört beim Koffer einpacken wieder auf. Das Blue Marlin Restaurant ist der Geheimtipp vor Ort. Das werde ich euch auch gleich nochmal zeigen. Also das Lachsrisotto, was ich letztes Jahr dort hatte, war wirklich unglaublich. Und als ich mit meinen Farmtrip-Kollegen nochmal geredet habe vor 4 Monaten, 4 Wochen, haben sie ebenfalls bestätigt, dass das Essen in Blue Marlin ebenfalls einer der Highlights für sie war. Wenn Sie also mal vor Ort die Chance haben, gehen Sie ruhig zweimal dahin. Machen Sie nichts falsch. Sanctuary Town ist noch unsere kleine Besonderheit. Das ist eine kleine Kollektion von Bistros, Bars und Restaurants, insgesamt 6 Stück über eine kleine Fläche verteilt. Wenn wir den Cirque du Soleil da haben oder auch andere größere Veranstaltungen, werden die ebenfalls in Sanctuary Town stattfinden, damit Sie sich also am Hauptpool nicht wundern, wenn Sie abends oder nachmittags denn nicht mitkriegen, warum da nichts stattfindet. Das befindet sich meistens auf der anderen Seite der Lobby. 5 Restaurants, 7 Bars und Lounges insgesamt im Angebot und natürlich tägliches Abendunterhaltung und Wi-Fi natürlich im gesamten Resort. Haben wir nochmal eine Ansicht von vorne. In der Mitte geradezu seht ihr einmal unsere kleine Wohnanlage und weiter rechts, wenn wir danach hingehen und diesen kleinen Kirchturm angucken. Es ist tatsächlich ein Kirchturm, nämlich die Anlage hat auch eine gewisse historische Bedeutung. Das war nämlich früher eine kleine Kapelle. Wenn man selber in der Sanctuary Lobby steht, merkt man das auch und sieht man auch sofort, dass das eben alles ein Kirchengelände früher war, was dann mal aufgekauft wurde. Hier haben wir eine unserer großen Kesselsuiten. Hier, wie man sehen kann, Doppelwaschbecken vorhanden. Auch hier wieder eine Schlafmöglichkeit für eine dritte Person. Auch hier wieder eine Büromöglichkeit geschaffen. Und der Ausblick ist natürlich der Wahnsinn. Leider haben wir hierfür kein Foto gehabt. Hier haben wir nochmal von einem unserer anderen Zimmer nochmal einen Ausblick, wie gesagt, direkt mit Oceanfront-Zimmer. Auch hier wieder Sitzmöglichkeiten, Arbeitsmöglichkeit, Flatscreen und alles sehr weiß und steril gehalten. Hier haben wir dann einmal unsere Wohntypen, das ist der Bodenbereich. In den Wohntypen sieht der Schlafbereich ebenfalls aus wie unsere Suiten. Heißt also, auch hier habe ich wieder nur den Wohnbereich mit reingenommen, um Ihnen einen ungefähren Blick zu vermitteln.
Und oben rechts fangen wir einfach mal an. Dort befindet sich unser Franzose. Wirklich sehr lecker, wirklich très chic, aber die Portionen sind leider très petit. Also wirklich sehr klein. Das, was man eben aus Film und Fernsehen schon kennt, ne, genau das kriegt man hier vorgelebt. Es ist wirklich sehr, sehr lecker, sehr deliziös. Aber als mein Chef und ich letztes Jahr dort waren und zusammen gegessen haben, haben wir uns am Ende auch nur angeguckt, als wir aus dem Franzosen rausgegangen sind und gesagt, jetzt müssen wir aber erstmal noch was essen. Es hat leider nicht ausgereicht. Man hätte tatsächlich von jeder Portion zweimal essen müssen. Heißt also, meine Empfehlung ist immer, geht erst zum Franzosen, esst da wirklich gut und danach geht er entweder nochmal ins Sushi-Restaurant, das ist nämlich unten links, ne? Da bieten wir nicht nur Teppanyaki an, sondern haben auch ein kleines Sushi-Buffet, kann man sich also einfach bedienen, Grab-and-Go-Style. Und wenn man natürlich sagt, Französisch ist jetzt nicht meins und Chinesisch hatte ich vielleicht gestern schon, dann kommt hier noch eins unserer USP, nämlich oben links seht ihr unseren Mediterraner. Und hier hat es nämlich eine ganz eine kleine Besonderheit. Das Hotel Sanctuary Cap Cana ist nämlich ein Independent Resort, wird von einer eigenen Hotelfamilie geleitet. Und der Sohn der Familie hatte erst also zu Anfangs kein Interesse daran, selber sich in die Hotellerie mit reinzubegeben, sondern sein Herz hat schon immer für die Rinderzucht, für Fleisch geschlagen. Er wollte immer in Fleisch arbeiten, hatte auch 10 Jahre lang gemacht und musste jetzt so vor 4 Jahren das Resort dann übernehmen. Die Eltern wurden einfach zu alt und man hatte sich dann eben irgendwie geeinigt und jedenfalls war er dann vor Ort. Wir haben uns auch mit ihm getroffen, als wir unsere Site-Inspection hatten letztes Jahr. Und von den 45 Minuten, die wir vor Ort zusammensaßen, hat er ungefähr 30 Minuten nur von seinem Fleisch erzählt. Man hat also gemerkt, ganz klar, dass dass sein Herz immer noch für die Fleischzucht schlug. Und er hat natürlich es geschafft, beides miteinander zu vereinen. Er hat in seinem eigenen Resort, nämlich seine eigene Fleischlieferanten, ne, von sich selbst, ne, und das wird jeden Tag frisch geliefert, ins mediterrane Restaurant. Und es war ihm sehr wichtig, dass wir verstehen, dass das alles glücklich Kühe sind, ne, dass das da also keine Schlachtungen nur so gibt, sondern es wurde wirklich dafür gesorgt, dass die Tiere ein gutes Umleben haben, dass sie dort auf einer Weide stehen, nicht zusammengepfercht sind. Und das hat er, wie gesagt, mehrmals wiederholt und sehr betont. Das war ihm wichtig. Und deswegen, wenn ihr wirklich gutes, qualitatives Fleisch haben und dabei kein schlechtes Gewissen haben wollt, dann geht gerne in den Mediterraner. Das heißt einfach nur The Steakhouse. Macht man nichts verkehrt, wirklich sehr lecker. Und da steht also die Familie wirklich hinter. Unten rechts seht ihr unsere kleine Kesselbar. Ne? Das ist einfach nur das Beispiel. Das ist die einzige Möglichkeit für Leute, die außerhalb dieser Schlossanlage wohnen und keinen Spa-Besuch geplant haben, irgendwie mal sich die Schlossanlage anzuschauen. Man geht in die Bar, hat einen kleinen Außenbereich mit Mini-Pool von circa 10 mal 5 Metern, würde ich sagen. Man kann halt nochmal von oben runter machen, kann seine Instagram-Fotos machen. Es ist ein sehr kleiner Bereich, wie gesagt, in der Schlossanlage. Heißt also für Honeymooner oder für Leute, die auch etwas abseits der Massen möchten, ist das dann noch zu empfehlen. Wer tagsüber noch nicht genug Action hatte, kann natürlich jeden Tag gerne in unseren Fitnesscenter gehen, in unser Sanctuary im Gym. Von Cardio über Fitness, alles von Techno Gym in Kooperation mit Techno Gym, also brandneue Marke, ne? Immer alles vor Ort dort. Als ich letztes Mal da war, jetzt vor 4 Wochen, hatten sie auch noch mal etwas aufgebessert, ne? Hatten noch ein paar Geräte mehr geholt. Hier bietet sich auf 2000 Quadratmeter wirklich fast alles an. Heißt also, von 2 Trainern, die jeden Tag da sind, über Fitnessgeräte, über Kardiogeräte ist dort alles vorhanden. Habe ich mir von meinem Chef selber versichern lassen. Der ist selber sehr, sehr fitness engagiert und hat mir versichert, dass der Spa wirklich alles bietet, um hier auch eine Woche problemlos überstehen zu können. Ansonsten haben wir noch im Abendprogramm, wenn Ihnen die Abendunterhaltung nicht gefallen hat, ne, oder Sie einfach sagen, ich möchte lieber etwas später was machen, dann gehen Sie zu unserem PM Nightclub. Wie man sehen kann, ich finde ihn wirklich wunderschön, weil man nämlich die Tanzfläche in der Mitte geschaffen hat. Drumherum sitzen die Leute, man hat nur noch oben im Bild, sieht man es, eine kleine Bar und eine kleine Ecke für den DJ. Und ansonsten ist das halt einfach nur eine große Fläche, wo die Leute zusammensitzen, zusammen Spaß haben. Und spätestens, wenn man tagsüber schon noch kein Glück hat und keine Freunde oder keine Bekannte kennengelernt hat, ne, dann hat man spätestens hier die Chance, nochmal mit den Leuten näher zusammenzukommen. Zum Abschluss für unser Sanctuary Cap Cana habe ich ebenfalls ein kleines Video dabei.
So, wo kannst du unsere Resort? Ne? Alle größeren Veranstalter haben uns natürlich im Programm, ne? Von TUI über FDI, über der Tour, über Vitours, aber auch natürlich Value und Touristik, Corporate Travel haben uns dabei oder auch in der Schweiz Hotelplan und Travel House. Bedanke ich mich schon erstmal für den Teilnahme an eurer Präsentation. Keine Sorge, wir sind noch nicht vorbei. Wir kommen jetzt gleich noch zu unserer Einführung für Playa Rewards. Dafür habe ich extra ein Video vorbereitet von 8 Minuten. Das könnt ihr auch gerne, wenn ihr es benötigt, am Ende der Präsentation einfach mir eine Nachricht schicken in den Chat oder ihr schreibt mich nochmal persönlich an. Dann könnt ihr auch gerne nochmal das Video haben. Ansonsten, ne, möchte ich euch natürlich darauf hinweisen, Playa Rewards für Hyatt Ziva und Cap Cana zum Beispiel könnt ihr bis zu 25 € pro registrierte Buchung bekommen. Und wie ihr das Geld jetzt bekommt, ne, wie ihr die Buchung registriert und wie ihr dann überhaupt an das Geld kommt, das werden wir jetzt in dem Video euch einmal zeigen. Okay, ich habe jetzt gerade das Video angehalten. Ich sehe gerade, einige von euch haben keinen Ton. Wie gesagt, ich kann mich nur dafür entschuldigen. Ich werde gleich dem nachgehen, warum der Ton nicht da ist. Wer daran Interesse hat, nochmal die Einführung für Playa Reward zu bekommen, ich lasse die gerne jetzt gleich nochmal durchlaufen. Ansonsten, ah, jetzt ist er da. Schönen Tag, tschüss. Okay. Ja, wer Interesse hat, kann mich gerne anschreiben. Dann schicke ich euch gerne per WeTransfer einfach mal die Einführung zu. Und wer Interesse hat an der ganzen, an dem ganzen Webinar, natürlich genauso.
So, ihr Lieben, dann wären wir auch schon am Ende. Ich schaue jetzt noch mal kurz nach. Ich habe schon gesehen, einige von euch haben mir geschrieben. Wie gesagt, mit dem Ton kann ich mich nur entschuldigen. Ich werde euch gerne noch mal die Präsentation und vor allen Dingen auch noch das Video für die Einführung noch mal zur Verfügung stellen. Bei Fragen bin ich natürlich gerne für euch erreichbar. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie mir jetzt. Ansonsten bin ich gerne noch für euch den Tag über bis 17 Uhr erreichbar per Outlook. Ansonsten wünsche ich euch allen erstmal noch ein schönes Wochenende, noch ein paar schöne letzte Stunden auf Arbeit und hoffentlich bis bald wieder beim nächsten Webinar. Ich würde jetzt noch 2 Minuten warten, ob noch eine Frage reinkommt. Ansonsten würde ich jetzt das Webinar beenden. Gibt es denn noch Fragen? So, wie es aussieht, kommen keine Fragen mehr rein. Genau, also das Video war jetzt leider nicht zu hören. Das ist sehr schade. Wie gesagt, stelle ich euch gerne nochmal zur Verfügung. Ich habe ja eure Daten. Ansonsten schreibt mir gerne. Gut, wenn jetzt nichts mehr weiter reinkommt, dann würde ich auch tatsächlich jetzt beenden. Ich wünsche euch allen noch ein schönes Wochenende. Bis bald. Auf Wiedersehen. Tschüss.